In der letzten Folge habe ich gezeigt, wie ich die Zapfen der Zargen angepasst habe. Die Zargen und die Füße werden nun trocken zusammengefügt. Davor steht allerdings wie immer das Schleifen. Das Schleifen ist im Prinzip genauso durchgeführt worden wie beim Schleifen der Tischplatte. Da gehe ich also deshalb nicht mehr drauf ein. Schleifen aus dem Grunde und nicht hobeln ist eben, damit das Erscheinungsbild genauso aussieht wie die Tischfläche. Man könnte eventuell, wenn ich die Zargen nur hobeln würde und die Tischplatte schleifen, dann einen kleinen Unterschied sehen. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Der trockene Zusammenbau hat natürlich den Vorteil, dass man einmal sehen kann, ob alles passgenau sitzt. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass sich darauf das Längenmaß der Querzargen nehmen kann, vor allem der inneren Querzargen. Das heißt, ich kann daraus das genaue Maß nehmen und die Zargen auf Länge schneiden. Mit einer selbstgebauten Dübelschablone oder Dübellehre habe ich die Dübellöcher für die inneren Querverstrebungen gebohrt. Einmal in die Innenseite der Außenzargen und einmal in das Hirnholz der inneren Verstrebungen. Die offene Zeit beim Verleimen ist begrenzt. Deswegen muss der Verleimvorgang relativ zügig vonstatten gehen. Bei mir ist es immer relativ hilfreich, wenn ich die Sachen vernünftig hinlege, auf Vollständigkeit achte und den ganzen Verleimvorgang vorher schon einmal theoretisch im Kopf durchgegangen bin, sodass alles in richtigen Positionen liegt. Ich halte das für wesentlich besser, als da beim direkten Verleimen in Hektik zu verfallen. Das Untergestell habe ich nicht in mehreren Etappen, sondern auf einmal verleimt. Ursprünglich hatte ich ja mit den Korpuszwingen die inneren Verstrebungen verleimt, habe das dann aber nochmal umgetauscht, weil die Korpuszwingen an den Seiten besser passten und ich nur 4 Stück zur Verfügung hatte. Nach dem Zusammenbau des Untergestells habe ich dieses nur etwas verstärkt. Da ich aus optischen Gründen von außen keine Holznägel oder Dübel anbringen wollte, habe ich diese verdeckt von hinten angebracht. Ob das wirklich nötig ist,
weiß ich nicht, aber es gibt einfach ein gutes Gefühl für mich. Wenn die Dübel von hinten angebracht werden, müssen sie natürlich versetzt angebracht werden. Die verschraubbaren Eckverbindungen oder Eckverstärkungen habe ich ähnlich wie beim Stuhlbau realisiert. Die Löcher für die Schrauben wurden vorgebohrt. Dann wurden die Eckverbindungen mit Purleim und Schrauben fixiert. Vor dem eigentlichen Finish des Untergestells wurde dieses noch einmal kurz von Hand übergeschliffen und dann mit Möbelhartöl von Naturalfarben eingeölt. Ich habe allerdings nicht das Öl für die Tischplatte genommen, sondern das Öl, das ich für die Stühle benutzt habe. Das Vorgehen beim Einölen ist genauso wie bei den Stühlen bzw. bei der Tischplatte. Die Montage oder die Verbindung von Tischplatte und Untergestell habe ich mit Nutplötzen bzw. Nutleisten realisiert. In alle äußeren Zargen wurden von der Innenseite umlaufend Nuten gefräst. Die Nutleisten habe ich an der Tischkreissäge und der Tischfräse hergestellt. Die Federn der Nutklötze bzw. der Nutleisten befinden sich in den Nuten der äußeren Zargen. Die Nutklötze selber sind mit Schrauben, die sich in Langlöchern befinden, an der Unterseite des Tisches befestigt. Dabei sollen die verschraubten Nutleisten wie zusätzliche Gratleisten wirken. Mit diesem Video ist die Tischbaureihe jetzt komplett und ich wollte mich hier noch einmal bei allen meinen Zuschauern vor allen Dingen für ihre Geduld bedanken, denn es hat ja doch ein bisschen gedauert, bis ich die einzelnen Teile fertiggestellt habe. Aber leider sind oftmals Dinge dazwischen gekommen, die ich so nicht beeinflussen konnte und es hat dann halt eben ein bisschen länger gedauert. Auf jeden Fall schönen Dank fürs Zuschauen.